Moin, willkommen in Hamburg an der neuen S-Bahn-Haltestelle Elbbrücken. Hinter mir seht ihr einen der Zugänge, zurzeit noch mit einer provisorischen Treppenanlage. Unten an der Zweibrückenstraße gibt es eine große Abstellanlage für Fahrräder. Die Treppe führt hoch zur Straße über die Freihafen-Elbbrücke. Blickt nach Norden. Rechts von der Straße liegt die Station der S-Bahn, links die der U-Bahn. Die Züge erreichen unmittelbar nach der Oberhafenbrücke den Bahnsteig. Züge mit 6 Wagen halten im südlichen Bereich der Haltestelle, also in der Halle und am Bahnsteigabschnitt zu den Elbbrücken hin. Auch vor der U-Bahn-Station gibt es Fahrradständer und einen Switchpoint, wo man zu Carsharing-Autos wechseln könnte. Im Vordergrund liegen die Fernbahngleise zwischen Hamburg Hauptbahnhof und Hamburg Harburg. Auch die neuen S-Bahn-Züge der Baureihe 490 können inzwischen hier beobachtet werden. Vom Skywalk, dem gläsernen Verbindungsgang zwischen U- und S-Bahn, hat man einen guten Ausblick. Am Eingang zur Halle der U-Bahn gibt es Anzeigetafeln, auf denen die nächsten Abfahrten zu sehen sind. Nach Norden sieht man die Brücke über den Oberhafenkanal. Und hier kam auch dieser interessante Überführungszug aus 4 Loks und 3 Wagen vorbei.
alte und neue S-Bahn. Die Triebwagen der Baureihe 472 stammen aus den 1970er Jahren. Sie fahren häufig auf der Linie S31 und kommen dabei hier durch die neue Haltestelle Elbbrücken. Unten fährt ein Güterzug aus Rothenburgs Ort unter der Oberhafenbrücke durch. Der blau-gelbe Metronomzug fährt über die Fernbahnstrecke zum Hauptbahnhof. Sie biegt hier in einer Linkskurve ab und verläuft dann parallel zum Oberhafenkanal. Diese Treppe führt hinunter zur Zweibrückenstraße. Wir stehen gegenüber von der behelfsmäßigen Treppenanlage. Auf dieser Straßenseite sind die Zugänge zu beiden Bahnsteigen schon fertiggestellt. Die Bahnsteige haben Glaswände als Windschutz. Trotzdem ist es hier oft ziemlich windig. Hier habt ihr den Blick aus Richtung Hafen City, von der Barkenhafenbrücke. Links liegt die Oberhafenbrücke, rechts die Station Elbbrücken. Auf der rechten Seite seht ihr, dass Wohnhäuser gebaut werden. Die Station wird also in Zukunft hier Anwohner bekommen.
Kurzer Szenenwechsel. Wir stehen vor dem Museum für Hamburgische Geschichte. Hier gibt es eine große Modellbahn in Spur 1. Die Anlage des Vereins Modelleisenbahn Hamburg e.V. zeigt Ausschnitte der Strecke zwischen Hamburg Hauptbahnhof und Hamburg Harburg. Vor dem Zweiten Weltkrieg gab es schon einmal einen Haltepunkt Elbbrücke. Er wurde im Krieg zerstört und nicht wieder aufgebaut. Im Hintergrund seht ihr die gemalten Elbbrücken und die Elbe. Hier seht ihr den weiteren Streckenverlauf am Oberhafenkanal entlang in Richtung Hauptbahnhof. Ungefähr so hat damals wahrscheinlich in den 1930er Jahren der Nahverkehr ausgesehen. Es fuhren Personenzüge aus zwei- oder auch vierachsigen Wagen, gezogen von Dampflokomotiven. Die Baureihen 78, 38 und 74, die hier vor den Zügen zu sehen sind, waren ja in und um Hamburg im Einsatz. Lasst uns noch einmal zur heutigen S-Bahn-Station wechseln. Der alte Haltepunkt Elbbrücke muss also ungefähr hier im Verlauf der Fernbahngleise gelegen haben. Damit sage ich für heute Tschüss und bis zum nächsten Mal.